Hi, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Ja, hier geht's jetzt weiter. Womit geht's eigentlich weiter? Wir sind auf dem Weg zum Illuminium, oder wie das heißt. Auf dem Weg zum nächsten Tempel, Maklania, glaube ich, ist es. Farewell. Ist dann Nummer 4. That's how it's done. Ich glaube, es gibt 5 Stück, bevor man nach Sanakant geht. Also haben wir schon über die Hälfte. Oh mein Gott, diese Zufalls-Encounter-Range ist furchtbar. Nein, Owen ist vergiftet. Das geht mal gar nicht. Go, go, go! Nein, ich habe den falschen Schlag gekriegt. Okay. Komm, wir machen kurz den Prozess einfach. Yuna. My turn. Meisterruf. Oh cool, können wir uns Iops schon angucken. Den haben wir noch nicht gesehen. Den haben wir ja letzten Part bekommen. Wie man sehen kann, ein Wesen des Blitzes. Pleased to meet you. So, hau die mal grad weg. Oh, Küsschen überlebt das sogar. Naja. Gegen Statusveränderungen sind die meisten Bestien immun. Oder alle, glaube ich sogar. So macht das nichts. Ja, führt deinen Tanz ruhig weiter auf. Das juckt ihr auch schon nicht im geringsten. Der ist ähnlich wie Ifrit. Der hat Blitz als Magie und heilt sich dadurch auch und hat Aerofunken. Das ist ein spezieller Angriff. Ich glaube, es kann den Gegner verlangsamen, wenn er dafür anfällig ist. Ha! Und Iobson ist schon wieder in Ekstase. Kann ich jetzt bitte ein paar Schritte machen, ohne einen Torwartkampf zu bekommen. Was lachst du so? Enough. No time to waste. Let's go. Kann ich. Gibt's da was? Ja, natürlich, eine Kiste. So eine Verkantung. Oh, schon wieder Level 1. Aber mit Level 1 Pässen kann ich mich jetzt totschmeißen. Kommt irgendwann das Level 2 Hindernis, was mich hier aufhalten wird. Go, go, go! Ja, ist gut, Wacker. Bleib mal locker. Hm, den trifft Aurin wahrscheinlich nicht. Ich probiere es mal mit Tidus, der glaube ich die besten Chancen nach Aurin, nach Wacker. Ja, und failed. Er muss das Wacker machen. Bam! Oh, da oben steht glaube ich Belgemene. Oder Bel. Bei Gem oder wie man sie nennen möchte. Oh yeah. Let's see. Den Geschirr macht Lulu auf das Ding, doch viel hat die einigermaßen HP. 1-3. Das ist doppelt so viel wie Yunas Bestia. Das ist krass.
Aurin und Tidus machen gerade mal zusammen die Hälfte. Scheiße, ich bin vergiftet. Das heißt, wir tauschen mal. Ja, das ist ein Analogstick drehen, also das kann ich nicht schnell, ohne mir da eine Sehne zu reißen oder sonst was auf jeden Fall. We meet again. I heard you took part in Operation Mihin. You've seen that Machina aren't the answer. In the end, only summoners can hope to defeat Sin. You are right. I must train harder. I can help with that, if you like. I propose a contest of Aeons. Schon wieder? A friendly contest, of course. Ach so, wahrscheinlich kämpft sie mit Eoxon. I'm ready. That's the spirit. But before we begin, I have healed your Aeons. Well, shall we? Das ist meine. Warum? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir mit Ifrit eine Chance dagegen haben. Call whichever Aeon you want. Ja, Walfaris brauchen wir erst gar nicht ausprobieren. Er ist schwächer als Ifrit. Man könnte sogar ein bisschen cheaten, indem man Ifrit vorher in Ekstase bringt. Das wäre ein kleiner Vorteil. Don't hold anything back. Show me what you've learned. Okay. So viel Schaden macht ihr auch schon gar nicht. Ihr darf gleich zweimal angreifen. Ich mach mal für einen Zug Feuer auf mich, um mich zu heilen, weil wenn ich Ekstase ansetze, wie viele Züge kriegt er, wenn ich einsetze? 3. Ja, sollte passen. LOL! Das hält er nicht mal aus! Ich hab den ja mal total überschätzt. Stop. That is enough. You're good. You bested me fairly. Here, your prize. Go on, take it. Drachenschuppe, okay. Mediumseele, was ist das? Nun, dass Sie im Besitz der Mediumseele sind, können Sie durch Anwendung von Items der beste Abilities beibringen. Wählen Sie erlernen. Und das ist die beste, die Sie Abilities beibringen möchten. Ah, okay. Durch Items kann ich den Zauber beibringen. I look forward to meeting you again. Till next time, Yuna. Kann ich Ifrit Feuer beibringen? Dadurch heilt er sich auch mehr dann. Bestia. Erlernen Ifrit. Was kann Ifrit denn so lernen? Das ist alles. Feuer hat er doch schon. Thank you.
Okay. Erstmal nicht vom Belang, würde ich sagen. Diese Zufallskämpfe, das ist nerviger als in Pokémon! Miss me? Oder die Encounter Rate ist höher. Bin ich froh, dass sie das ab dem 12. Teil abgeschafft haben. Owl lernt Kampfgeist, sehr gut. Warte, wo macht ihr das? Ach, da, Ekstase. Alien Kampfgeist. So, hier ist... Hä? Hier ist doch so eine kleine Nische. Da ist sie. Wisst ihr was? Das ist mir zu blöd. I'll be right back. Steroid. Sehr schön. Na, wie viele Schritte darf ich jetzt gehen? Oh, Anna, ich darf ein paar Schritte gehen, ohne dass was passiert. Und Tino trifft ihn sogar. Wow. I'm very impressed. My turn. It's over. Und zeig mal deine Auftrittbacke. Hier, bam. I'm good, ja? Müsste ich nicht mal langsam bei den Minions sein? Ah, ich bin da. Okay. Wow. This is the Moonflow. These are moon lilies. They say that clouds of pyreflies gather here when night falls. The entire river glows like a sea of stars. Really? Hey, I got an idea! We're not waiting till nightfall. No. Then, once we beat Sin, we're coming back. Die anderen scheinen davon nicht so angetan zu sein. Hey, we better hurry or we'll miss the shoe puff. Shoe puff? That's some kind of boat? Hmm. Schnu. Okay. Was erwartet mich jetzt Verrücktes? Okay. Das sieht wie ein Dino aus. This is a shoe puff. Whoa! Let's ride! Come on, let's go! All right, we board soon as we're ready, huh? Oh, okay. Kann ich immer noch in dich investieren oder ist das schon zu spät? Awoka, at your service. Nö, kann ich nicht. Was hast du denn so? Okay. Ja, noch ist der nicht von Relevanz. Kann ich schon?
Oder muss ich eh was auswählen? Was muss ich denn auslösen? Muss ich hier hin? No, ah, I don't okay. think so. It's a bad idea, yes. Please, we beg of you. Impossible, impossible. What's wrong? This guy won't let our chocobo on the shoe puff. Ah, it is kind of big. It's just not fair. He does have a point, though. So what? We just leave him behind? Hey, I didn't say that. Just... It is no good. We will have to find another way. We will find a ford where we can cross on foot. Yes, Captain Sir. But that'll take days. Where there's a will, there's a way. Oh, boy. That's our captain. Yeah. Klasko, die arme Sau. Where there's a will, there's a way. Those words stayed with me. I wonder how Captain Lucille is doing. Ja, die Einstellung ist auch gut. Riding a shoe puff is... Ich will die Kiste öffnen. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right? Die Kiste von Lulu ist aber auch nicht schlecht. Oh, 5000. Grad mal schnell saven. So, jetzt kann ich aber hoch, ne? Ride the shoe puff? Auf jeden Fall. Shoe puff's waiting. Oh, warte, Moment. Ich hab die falsche Dings ausgewählt. Shoepuff launching. Take a look. What? Whoa! A sunken city. A machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which machina we may use and which Ach we so. May not. So what kind of machina may we not use then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago. Mankind waged war using machina to kill. They kept building more and more powerful machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their machina. The war ended. And our reward was sin. So, sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is.
But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up. What could that be? Sit down. Sorry! Ah! The Albed! What the fuck? Luna, we'll save you! Joa, da wir jetzt ein Unterwasser-Battle haben, wieder mal nur Tidus und Wacker zur Verfügung. Und Luna vielleicht auch, so wie sie sich verhält. Sieht kampfbereit aus. So. Hart. Aqua-Shooter. Bringt es mir was, dich blind zu machen? Ich denke ja. Ach so, du bist immun dagegen, okay. Nee, nicht auf den. Nicht auf den. Passt auf Wacker noch bitte dazu. Was kann Wacker denn sonst noch so machen? Bringt nicht wirklich was, den können wir normal angreifen. Der Schaden hält sich sehr in Grenzen. Aber wenn er Tidus angreift, ist er. Wenn Tidus angreift, meine ich, haben wir Ekstase. Warte. Spezial hatte ich, glaube ich, noch anfeuern, genau. Ja, ich mache schon mal 30 mehr Schaden. So, jetzt greife ich mal nochmal an, damit ich Ekstase aktiviere bei Tidus. Die nutze ich dann kurz bevor das Ding da kaputt ist, damit wir ihn vernichtet erzielen können. Bereit für den Minenangriff. Okay, und was ist das? Anfeuern. Oh Mann, ich muss auf Spezial gehen. Nochmal anfeuern. Oh, mittlerweile macht er 300 Schaden. Achso, der sinkt ab, wenn er ein bestimmtes Damage gekriegt hat. Dann war das sogar ein bisschen Risiko, dass ich mit Tidus weiter anfeuern spamme. Das war Nummer 4, glaube ich. Nach 5 höre ich, glaube ich, auf. Okay. Das letzte Mal anfeuern. So, wie viel Schaden mache ich? 400, Tidus macht 500. Zack, und jetzt mit dem Schwert-Tech weg mit dem Ding. Das sollte ausreichen, oder? Jawohl, 1,5. Ah, er hat neue Ekstase-Technik gelernt. Gemetzel. Are you hurt? No, I'm fine. Oh. Gah, those Albed. Ish everybody okay? I'm sorry. We're all okay now. Yuna. Shoot full speed ahead. Er wird fett von Auron angefahren. Damn the Albed. What do they want from us? Could I have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait, they're mad they lost the tournament. Oh wait, they're mad about Operation Meehan. I wonder.
Didn't Kamari's clansman say something about summoners disappearing? So the outbet are behind that. Those sandblasted grease monkeys. Haben sie da unten nicht ganz wortgetreu übersetzt? Hey, Walker. It's no use complaining about the Owlbed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Lulu hat mir recht gegeben. Das müssen wir aber mal rot im Kalender anstreichen. So, dann sind wir auf der anderen Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin und ciao.